Schönes Mädel, bist du heut noch frei? Schönes Mädel, geh doch nicht vorbei. Schönes Mädel, ich möchte mit dir alleinig sein. Du bist so schön, es ist zum Schreien. Und wo habe ich dieses schöne Mädel getroffen? Ein kleiner Kameraschwenk und ihr wisst es, es ist die Otto-Wagner-Villa im 14. Wiener Gemeindebezirk. Das schöne Mädel heißt übrigens Salome und wurde von einem gewissen Carsten Klingbeil modelliert. Und was hat das schöne Mädel mit dieser Flasche vor? Möchte sie etwa das putzige Tierchen auf ihre Schulter gießen? Sind diese zwei etwa gar ein Liebespärchen? Na, wohl eher nicht, aber er ist ganz sicher nicht der Wüde mit der Maschine, sondern eher der Wüde ohne Maschine und noch dazu auch ohne Wäsch. Im Gartenhaus der Otto-Wagner-Villa befindet sich übrigens die Galerie Esther und ein Café, das wirklich gute Schmankerl anbietet. Ja, und nach einem guten solchen Schmankerl starten wir jetzt einen kleinen Rundgang durch den Garten der Otto-Wagner-Villa. Ein bisschen etwas über den Maler und Bildhauer Ernst Fuchs. Da er aus einer jüdischen Familie stammte, durfte er kein Gymnasium in Wien besuchen in der NS-Zeit und erhielt Privatunterricht, vor allem auch in Bildhauerei und Malerei. Nach Kriegsende, als 15-Jähriger, inskribierte er 1945 Malerei an der Wiener Akademie für Bildende Künste. Seine großen Vorbilder sind unter anderem Gustav Klimt, Egon Schiele, Pablo Picasso oder Max Ernst. Später wird Ernst Fuchs die Wiener Schule des fantastischen Realismus formieren. Ab 1949 führt Ernst Fuchs ein Leben praktisch auf der ganzen Welt. New York, Los Angeles, Israel, dann aber wieder zurück in Wien. Was nicht viele wissen, ist, dass Ernst Fuchs auch Zeit seines Lebens Gedichte geschrieben hat oder auch eine CD namens Mystische Gesänge aufgenommen hat. 2015 stirbt Ernst Fuchs in Wien. Die Villa wurde im Jahr 1888 erbaut von dem berühmten Jugendstilarchitekten Otto Wagner. Man kann natürlich sehen, das Haus repräsentiert nicht das Jugendstil, sondern es wurde noch im Stil des Historismus erbaut worden. Und zwar in erster Linie als Sommerresidenz für die Familie
Wagner. Später im Jahr 1895 zog die Familie in das Haus hinein. Das Haus wurde das erste Mal ganzjährig bewohnt. Deswegen wurden dann auch die zwei Seitenflügeln geschlossen. Im Jahr 1972 kaufte der berühmte österreichische Künstler Ernst Fuchs die Villa und so rettete er das Haus vor dem Abbruch. In den 70ern und 80ern benutzte er dieses Haus als sein privates Atelier. Zahlreiche Persönlichkeiten ließen sich hier von ihm porträtieren. Letztendlich im Jahr 1988, als er endgültig nach Südfrankreich übersiedelte, wurde das Haus das erste Mal als Ernst Fuchs Privatmuseum eröffnet. Der große Salon im Parterre. Dieser Raum diente Ernst Fuchs hauptsächlich als Atelier und auch die sechs großen Gemälde, die in diesem Raum dominieren, wurden direkt hier angefertigt. Also der Adolf Böhm-Saal ist der einzige Raum, was original aus der Zeit von Otto Wagner erhalten blieb, wie schon gesagt, mit den Tiffany-Glasfenstern, Boden mit den Schlangenmosaiken in den Ecken und die Stuckatur. Dieses Zimmer diente als Arbeitszimmer für Otto Wagner. Hier entstanden die Pläne für die Jugendstilbauten, unter anderem für die Postsparkasse und die Steinhofkirche. Otto Wagner und seine Familie bewohnte dieses Haus circa bis zum Jahr 1910. Der blaue Salon diente Otto Wagner als Kartenspiel- und Billardsalon. Das zählte damals zur Unterhaltung der feinen Gesellschaft. Da allerdings vom Otto Wagner Interieur nichts übergeblieben ist, hat Ernst Fuchs diesen Salon selber neu gestaltet. Und mit einem monumentalen gelben Bett und dem riesigen Gemälde die Einkleidung der Esther ausgestaltet.
Was die Besucher bei uns sehen können, ist eine Art von Retrospektive von den Werken, Schaffenswerk von Ernst Fuchs, beginnend von den Jahren 1940er mit seinen ganz frühen Zeichnungen bis zu seinem Spätwerken, 2014, Propheten. Das Haus ist ein Gesamtkunstwerk von Ernst Fuchs. Alle Stoffe, was man im Haus sehen kann, Werke, Skulpturen, wurden von dem Künstler selbst entworfen oder geschaffen. Das Haus ist von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr für die Besucher geöffnet.